Willkommen zurück, liebe Leute. Wir spielen Battlefield 3, die Kampagne, und befinden uns jetzt auf der Jagd. Hawkins, wir wurden hochgestuft auf Alarmstufe 1. Planänderung. Wir starten jetzt. Der Commander sprach von einer Spezialmission. Für irgendeine Bodenunterstützung sind wir leider nicht auf Station. Das Support Center wird uns auf dem Laufenden halten. Wir fliegen eine Mission über Teheran zum Flughafen Mehrabad. Die Aufklärung hat Satellitenbilder und meint zu wissen, wo Al-Bashir ist. Also, dann mach dich für heute mal auf eine Großwildjagd gefasst. Das war's so ziemlich. Es sind schon iranische Flieger in der Luft. 9,7 auf der Arsch-Zugkneif-Skala. Warum Al-Bashir wird heute echt einen beschissenen Tag haben? Okay, dann mal los! Verstanden? Schaut 4-6, verstanden.
Wurf rein. Verdammte Scheiße, die kommt uns ganz schön nah. 4-6, wechsel zu AGM 88. Okay, Hawkins, schalte unseren Bodenangriff um. Beginne mit der Markierung der Sands. Stellen Sie sicher, dass wir ein gutes Signal von Ihrem Radar haben, bevor du schießt. Roger. Sie schaffen den Helikopter.
Roger. 3 Sekunden. Leute, also wenn das nicht atmosphärisch war, ich habe jetzt ganz bewusst meine Klappe gehalten. Unglaublich. Unfassbar, ey, wirklich. So gut gemacht und die Musik so gut implementiert. Wo ist das alles heute? Warum gibt's das nicht mehr? Warum ist alles nur noch ein Multiplayer-Menü und man schießt einfach nur noch gegenseitig? Also, wo ist denn dieses cineastische Gefühl von, wir haben hier was Krasses? Versteh's nicht. Soll ich Ihnen aufzeichnen, Mann? Al-Bashir war überhaupt nicht dort, deshalb sind Sie hingegangen. Soweit wir wussten, war er irgendwo in Teheran untergetaucht. Verstehe. Und bis zu diesem Zeitpunkt waren Sie der Ansicht, es gab keine Verbindung zwischen Al-Bashir und Solomon. Nur was das irakische Kurdistan angeht, da sah ich Solomon. Ich würde Sie gern was fragen. Al-Bashir war sowas wie deren Kennedy. Wir hätten ihn dort lassen sollen. Das waren Ihre Worte. Nein. Wessen sonst? Keine Ahnung. Und Sie haben auch keine Ahnung, wie Ihren befehlshabenden Offizier schoss. Lecken Sie mich. Vergessen wir nicht den Zweck unseres kleinen Treffens. Das ist keine Verhandlung. Sie sind schuldig und ich weiß, wie Ihre Geschichte endet. Wir sind nicht hier, um es aus ihm rauszuprügeln. Lass ihn. Unsere Anweisungen bezüglich seiner Behandlung sind völlig unmissverständlich. Ich will der Sache nur endlich auf den Grund gehen. Und zwar streng nach Vorschrift. Na schön. Erzählen Sie uns, wie Sie die Bombe in Teheran fanden. Sehr cool gemacht. Auch, dass die sich Zeit genommen haben. Man hat noch nicht mal seinen Helm auf. Ja, man setzt den auf, geht ins Flugzeug und so, dass das alles so sich aufbaut. Allerdings. Super gemacht. Noch keine Waffenlaster. Nee. Die Mühlen des Schicksals malen langsam. Misfit, hier Haymaker. Ich höre. Misfit, Schadensfeststellung der Luftangriffsziele erwies sich als ergebnislos. Allerdings, um 0300 haben vorgelagerte Elemente von Colonel Gelsons Regiment die Jaffier-Brücke eingenommen. Dadurch sind Misfit und Haymaker in Position, feindliche Gebäude mit strategischen Geheimdienstinfos zu erobern. Euer erstes Einsatzziel ist der Kurschier-Wohnkomplex hinter dem Kanal. Wir werden den Angriff in einer Minute starten. Haltet euch bereit, auszusteigen. Verstanden. Da ist Haymaker. Los geht's. Alle Misfit-Kennungen. Wir starten die Mission. Wiederhole. Mission startet. Sir. Verstanden. Blackburn, nimm den Mörser. Los! 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 Aufpassen! Nimm die Steinmauer unter der Überführung in die Zukunft! Hört auf die Musik! Sofort feuern!
passiert hier? Was ist los? Was? Was soll ich machen? Ich sehe, dass du das machst. Was ist hier los? Irgendwas hakt doch. Leute, wieso hängt ihr? Muss ich hinter irgendjemanden? Ich muss doch mal laden, keine Ahnung. Er steht da und alle so, hier ist Krieg, hallo. Irgendwo fehlt ein Punkt. Na, mach mal, ich sollte folgen. Jetzt ist auch keine Musik mehr da. Es scheint hier schon irgendwie so ein paar Schwierigkeiten zu geben, dass das nächste Ding geladen wird oder so. Keine Ahnung, aber also das gerade eben war nichts. Die Musik ist jetzt weg. Bin gespannt, ob es jetzt geht. Stell den Mörser dort auf. Überprüf Blende und Durchfahrtshöhe. Lass die mal alle erstmal ankommen, genau. Sofort feiern! Okay, weiter jetzt. Wir haben es, Leute. Ich musste die ganze Mission nochmal komplett neu starten. Keine Ahnung, was da los war. Egal, weiter geht's. Haben wir hier für eine Waffe gerade gehabt? Feindliches MG im Erdgeschoss! Geht's nicht rauf? Also los, durch das Gebäude! Wo sind denn alle hin? Hallo? Hä, sind die plötzlich alle verschwunden? Die sind doch nicht an mir vorbeigelaufen, oder? Ich hab das Gefühl, dass das nicht der richtige Weg ist. Bitte lass mich nur hinter der Mauer sein jetzt.
Das ist okay, ich sterbe 100 Mal, kein Problem, aber lass mich hinter der Mauer sein. Sehr gut. Das ist okay. Weg. Sind doch durch da oben. Feindliches MG an der Deckungsseite. Feindliche erzeugt Kanal. Verlassen. Runter. Komm noch mehr. Mach schon, zerleg sie. Feindliches Fußvolk auf der Anhöhe. Können wir weiter oder was? Oh. Zielt auf die MG-Stellungen, damit wir hoch können. Ja, ich sehe keine. Ja. Gib ihm. Geh mal weg hier, was ist denn los? Feindliches MG auf der anderen Seite! Flankiert es über den Kanal! Haben wir es jetzt? So. Mach schon, zerleg sie! Gesichert. Feindliches Fußvolk auf der Anhöhe! Komm, mach auf! Eine andere Waffe? Eine Shorty zum Beispiel? Weg. Oh, Junge. Okay. Aber ich bin gerade zu bestimmt, mit einem Hinterhalt zu geraten. Warum möchtest du uns nicht selbst und nehmen ihn die Arbeit an? Ehrlich gesagt, höre ich noch nicht die nötige Aggression, Chef. Es geht weiter. Scheiße. Wo ist der hin? Verstanden, 1-3. Umkehr nicht nötig. Wir schicken die Karre aus dem Weg. Out. Du hast es gehört. Halt an.
Bringen wir es hinter uns. So, das Auto muss aus dem Weg. Da, gerade neben so einem Ding hier. Ja. Surprise! Hier drüben! Diese Bastarde! Let's go. Ist der da oben? Komm ich nicht hin. Go, go, go. Sobald wir draußen sind, will ich, dass ihr sie mit Flankenfeuer abfackelt. Verstanden? Verstanden? Verstanden. Boah, der Sound, ey. Quick, quick, quick. Quick, quick, quick. So nämlich. Quick, 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 quick. Denn her, warte mal. Ich sehe nicht viel. Was ist das? Ich höre noch einen. Quick, 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 Junge! Ist gut? Ich glaub schon. Panzer! Das ist ein scheiß Panzer! Los, weg hier! Schnell! Geh mal vor, nicht, dass wir wieder auf Bugs stoßen hier. Okay. Alles bestens. Und bei dir? Auch alles okay? Okay? Verflucht, das waren T90 und ich lebe noch. Mir geht's besser als okay. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch. Blackburn? Blackburn, bist du okay? Alles in Ordnung? Irgendwo muss es hier rausgehen. Los! Okay. Oh, wir haben eine neue Waffe. Luftunterstützung. T90 Panzer 200 Meter von hier, verstanden? Das Ding wird sie in Stücke reißen, Mann. Luftunterstützung steht zur Verfügung. Wenn sie rechtzeitig hier sind.
glaube, das ist die Bank. Ich nehm's an. Der Scheiß D90 ist wieder da. Wir müssen was tun. Scheiße. Wo ist der hin? Scheiße! Burn, Motherfucker! Alle Einheiten, unserer Position nähern sich feindliche Panzer. Brauchen Hilfe. Over. Bewegt euch! Weitere Panzer im Anmarsch. T90 vor der Bank. Schalt ihn aus. Infanterie, okay, da kommen Sie. Das ist die Bank hier. Los, 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 los. Quick, quick, quick. Panzer zerstört! Panzer ist zerstört! Das machst du gut, Blackburn. Ist hier noch einer? Verstanden! Zehn feindliche Personen in den Fenstern. Angriff! Oh! Panzer, voraus! Panzer oder was? Oh Gott. Keine Munition. Weg! Oh nein! Ich brauche Munition. Ah, jetzt haben wir wieder. Feindlichen Panzer zerstört, gehen wir! Sehr schön! Wir besichtigen also ein brennendes, instabiles Bankgebäude. Komm, komm, komm. Feindbewegung. Sicher. Gott sei Dank, es hat funktioniert. Was haben wir hier? Hilf mir hoch! Naja, Logo.
betritt unbemerkt die Bank. Also ganz unbemerkt waren wir, glaube ich, nicht, aber schauen wir mal, was damit gemeint ist. Mach mal runter hier. Danke. Ich bin da. Hallo, Metkovic. Na komm. Bin drin. Das freut mich. Oh, cool. Jetzt sind wir drin, Leute. Was? Ich hab ihn. Gib ihm. Komm. Mist, falsche Taste. Ach, man hat nur die eine Chance. Ja, ich habe E gedrückt statt der linken Maustaste. Quicktime-Events, Leute. Sind wir 1995 oder was? Aber auch nicht so weit entfernt. Okay, das machen wir gleich nochmal. Linke Maustaste. Na los, jetzt aber. Ha, der gleiche Ruckler sogar. Linke Maustaste. Ich hab ihn! Jetzt kommt E, ne? Ist das fies, ey. Jetzt. Ah ja, doch, das passt. Sicher. Wir sind ein bisschen stealthy unterwegs. Gefällt mir. Oh, das war's. Oh, weg. Gutes Timing. Weiter so. Na, fehlt hier noch einer? Gentlemen, wir suchen nach Hinweisen auf Al-Bashir. Findet sie. Grabt alles um. Ihr da, übernehmt den Keller. Wir durchsuchen den übrigen Teil. Verstanden. Blackburn, komm schon. Montez, die Tür. Ich kann mich überhaupt nicht an dieses Level erinnern.
Und jetzt springen wir? Wir können uns abseilen. Okay, da geht's gut. 20 Meter runter. Langsam und leise. Lass das Seil vorsichtig runter. Mission Impossible, was? Da dürfte ja eigentlich keiner kommen. Blackburn, gut gemacht. Haltet Spannung auf dem Seil. Ja. Ich höre da unten was. Könnten Stimmen sein. Blackburn, halt eine Blendgranate bereit. Peng! Run! Das habe ich nicht mitbekommen. Ja, es ist so schwer zu sehen. Ich glaube aber, das ist gar nicht mal so unrealistisch. Es ist überall Staub und Partikel und alles. Licht, was dir entgegenscheint. Nochmal. Kick it! Was ist denn mit dem hier? Das gibt's doch gar nicht. Eine Deckung ist hier keine Deckung. Weil halt auch alles zerstörbar ist, ne? Man muss wirklich aufpassen. Ich wollte euch die Szene nochmal zeigen, die ist super. Junge. Glaubst du, Al-Bashir ist da drin? Keine Ahnung. Finden wir es raus. Metkovic, öffne das Tor. Volle Deckung! Gesichert, gesichert! Was zum Teufel ist das? Montez! Riechst du das? Rauch. Kodit. Wir müssen die Tür aufkriegen. Scheiße, ist die schwer! Ich geh rein. Gesichert.
Gesichert, ja genau. Heilige Scheiße. Gesichert. Eine Goldmine. Das ist ein Operationsraum. Anscheinend wollten sie zerstören. Nein, kommt doch. Alles noch da. Packt alles ein und nehmt's mit. Oh, Scheiße. Hier gibt's Karten von Paris, New York. Und auf einem Zugfahrplan steht 6:02 Uhr. Heilige Scheiße. Komm hier rüber. Das ist radioaktiv. Findest du die Idee gut? Wir haben keine Wahl. Oh, Scheiße. Weißt du, was das ist? Nuklear. Bomben, russische. Da ist nur noch eine. Da ist noch Platz für zwei. Wo zum Teufel sind die anderen beiden? Hey, das müsst ihr euch ansehen! Da! Scheiße. Das ist Al-Bashir. Wer ist der andere? Keine Ahnung. Sie kommen runter. Wir müssen die Bombe sichern und uns verpissen. Was ist mit den Infos? Nein, keine Zeit. Schnappen wir uns die Bombe und dann weg. Das ganze Gebäude stürzt gleich ein. Hier, Misfit 1-3. Hier, Führung Misfit. Ich höre. Misfit, wir haben scheinbar eine Massenvernichtungswaffe gesichert. Break. Es könnte noch mehr geben. Misfit 1-3, Kontakt bricht ab. Hast du Massenvernichtungswaffe gesagt? Bitte wiederholen. Nein, Madenvernichtungswaffe. Gut, Leute, würde ich sagen, springen wir hier bei Genossen dann in der nächsten Mission wieder mit rein. Ich hoffe, es bleibt bugfrei. Also wenn sowas kommt, wir überspringen das einmal kurz. Das sehen wir dann beim nächsten Mal. Und das wird verdammt cool, liebe Leute. Bis dahin, ciao.